Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt im New Game Plus mit Keramets, der alten Ziege. Und in der letzten Folge haben wir die magische Lampe geholt. Wir haben dieses wunderbare Rätsel hier vorne direkt auf Anhieb gelöst, so wie sich das für einen Witcher gehört. Wir haben den Golem besiegt und ich würde einfach mal sagen, wir stürmen raus, denn hier vorne... Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt? Ist ein Ausgang und es regnet. Na toll, es regnet. Wie hätte es auch anders sein können? Naja, was soll's. So, Kayra. Sie war also draußen. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Na klar. Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kea. Bis dann, meine Liebe. Im Übrigen hasse ich Portale. Fupp, und weg ist sie. So, wir haben eine magische Lampe bekommen und natürlich das Auge. Und was machen wir? Sprechen wir erst mit dem Baron? Sprechen wir erst mit der Tochter? Ich bin mir nicht sicher. Gute Frage, nächste Frage. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch ganz viele Erscheinungen, die aufs Fressbrett haben wollen. Da braucht wohl jemand ein Faustbrot. Und zurück schnetzeln. Zack, der nächste down. Und die Erscheinung holen wir uns auch noch. Und unsere Boots machen langsam schlapp. Das heißt, wir werden mal total overpowered ein meisterliches Rüstungsreparaturset dafür nehmen, um unsere Stiefel mal wieder in Ordnung zu bringen. Denn ich meine, hey, wir können uns keinen Schuhmacher leisten. Was haben wir hier? Hier haben wir einen unverschickten Brief. Und wie der Zufall das will, ist hier eine passende Rune dazu. Juhu! Oh, Moment. Eine Nachterscheinung. Das ist uncool. Irden. Na komm schon. Ich brauche ein bisschen Regen, damit wir da das Viech trappen können. Wuhu! Sofortiger Tod. Ich liebe das einfach. Dieser Skill ist so OP, das gibt's eigentlich gar nicht. So, vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, sehr lieb von dir. Habe ich gehört. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Erzählt man sich so. In gewissen Kreisen. So, wo sind wir hier überhaupt? Natürlich hat mal wieder niemand Ahnung, aber ich sehe Wölfe. Oh, das. Ich habe auch kein Schutzschild gewirkt, fällt mir gerade auf. Und das werde ich gleich bitter bereuen. Oh Gott. Lauf! Wer hatte die idiotische Idee, Wölfe anzugreifen? Oh Gott. Ich meine, die kippen ja relativ schnell um. Das Problem ist, wenn sie im Rudel angreifen, habe ich ein Problem. Und zwar ein ziemlich großes, weil meine HP-Bar nur begrenzt
Leben, also Leben hat, keine Ahnung. Hat meine HB-Bar Leben? Ich weiß nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Glaube ich. Zu wissen, zu hoffen, wie auch immer. Okay. Schauen wir mal nach, dass wir ein bisschen in Richtung Baron wiederkommen. Dafür hätte ich gerne einmal die Karte. Vielen Dank, ich nehme das Menü 1. Haha, ich bin ein richtiger Scherzbold. Okay, wir setzen uns da mal unsere Markierung hin. Ich glaube, wir werden erstmal mit dem Baron über seine Familie sprechen, bevor wir irgendwas anderes machen. Und dafür werden wir auf der anderen Seite natürlich Plötze rufen. Dann schauen wir mal, wie wir vorankommen. Sodele. Ich kann das gar nicht. Es gibt ja Leute, die können mit zwei Fingern im Mund pfeifen, also so richtig laut. Dann gibt es Leute, die können so normal pfeifen, so das, was ich auch kann. Und dann gibt es ja noch so ganz, ganz krasse Leute, die auf zum Beispiel auf einer, wie heißen die Dinger, Eichelkapsel pfeifen können. Heißt das Ding so? Ich weiß nicht. Also von der Eiche, die Frucht, davon oben diese komische grüne Kapsel. Ach, ihr wisst, was ich meine. Herrgott. An die Seite, ihr Bauern. Ich muss mal eben vorbei. Ein Ertrunkener. Ja, dafür haben wir jetzt natürlich gar keine Zeit. So. Ab geht's durch den Tümpel. Richtung Burg Krähenfels. Ich weiß nicht, ist es eine Burg, ist es ein Schloss? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Da war auf jeden Fall ein Monsternest. Was haben wir hier noch? Ich glaube, da sind die Rennstrecken? Fragezeichen. Oder auch nicht? Gute Frage. Wie weit sind wir denn davon noch weg? 66 Meter. Ja, okay, never mind. Ich bin auch manchmal ein kleines blindes Huhn. Aber ihr wisst ja, auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn. Also von daher schauen wir doch einfach mal, was der Baron so über seine Familie zu erzählen hat. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ich glaube, da möchte ich vorher noch rein. Mir wahrscheinlich megamäßige Watsche abholen. Eine Gurke. Es hat sich in der Höhle versteckt und wird nicht rauskommen. Eine Bombe sollte es aufscheuchen. Natürlich, eine Bombe. Herrje, warum auch nicht? Mondstaub. Haben wir es aufgescheucht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, da oben sitzt das Ding drin, okay. Dann versuchen wir es doch mal mit einer Kartitsche. Damit machen wir vielleicht sogar noch Schaden. Okay, wo haben wir denn hier? Der Kartitsche. Der gegen die Dimeritium-Bombe. Denn Magie wird das Viech definitiv nicht einsetzen. Hoffe ich zumindest. Scheint mir ja in Anführungsstrichen ein normales Viech zu sein. Okay, na dann komm mal her. Will's immer noch nicht. Okay. Dich wird mir jetzt aber langsam hier ein bisschen zu, ne? Zu drollig. Nehmen wir irgendwas, was Krach macht. So eine Sanumbombe zum Beispiel. Jetzt haben wir hier noch ein unverschickter Brief. Nun gut, lassen wir jetzt mal so stehen. Jetzt haben wir da Drachentraum, Teufelsbovis, Sanum. Sanum macht ordentlich Bummer, wenn ich mich da richtig dran erinnere.
Okay, wie kriege ich dich denn da raus? Vielleicht mit Art? Ich glaube ja nicht. Gute Frage. Was haben wir denn hier? Es leuchtet alles so komisch. Es wäre hier irgendwas abgebrannt drinnen. Na gut, meditieren wir einfach mal ein Stündchen und schmeißen nochmal ein paar Bomben rein. Ich möchte nämlich eigentlich wissen, was dieser Kreischling hier so tut. Also natürlich wird er rumkreischen, aber... habe ich nicht gerade eine Stunde meditiert? Ah, das kann ich hier nicht tun. Okay, never mind. Okay, pass auf. Vorschlag zur Güte, bevor du jetzt hier alles abreißt. Wir gehen eben raus. Dann meditieren wir. Haben wieder Bomben und gehen wieder rein. Ich glaube, das klingt doch nach einem vernünftigen Plan, oder? Oh, von da oben sieht man es, glaube ich. Okay. Ach, das gibt's doch nicht. Der hat gesagt, mit einer Bombe kann ich das aufschrecken. Komisch. Und irgendwie ist jetzt auch die Karte verbuggt hier. Warum wird mir hier denn die obere Karte angezeigt? Okay, also der Plan soweit. Von hier aus sehe ich das Viech ja. Kann ich es vielleicht mit der Armbrust beschießen? Natürlich nicht, wenn ich vorher runtergehe. Ich sehe das Mistviech aber auch da oben nicht. Okay, warte, wir können ja mal eben nachgucken in unseren Nebenquests. Ist das überhaupt eine Nebenquest? Haben wir bei den 7 Katzen... Hexeraufträge, Kreischling. Sanum, Kartätschen oder tanzende Sterne aus seinem Versteck. Okay. Haben wir sowas wie tanzender Stern? Wahrscheinlich nicht, weil ich nie auf Bomben geskillt habe. Haben wir tatsächlich. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Okay, dann wähl die mal bitte aus. Verdammt, es ist nicht hier. Es muss durch einen anderen Ausgang geflüchtet sein. Ich muss es aufspüren, bevor es entwischt. Haha, aber natürlich werden wir das Monster aufspüren. Diesmal wird es nicht entkommen. Wo ist er? Da vorne. Komm her, Plötze, wir müssen hinterher. Alter, noch langsamer geht's nicht, oder? Wir müssen das Monster verfolgen, Geralt.
Hör mal hier. Der Kreischling. Wir sollten absteigen. Autsch. Was? Ach Gott. Ja, logisch. Okay, mein Schwert macht langsam schlapp. Ich sollte das echt mal gleich reparieren oder reparieren lassen. Je nachdem. Okay, der Bluteffekt, der gefällt mir ganz und gar nicht. So, na komm her. Autsch. Na komm schon. Verdammt. Wow, da haben wir ausnahmsweise mal vernünftig gedodged. Okay, wir haben ihn. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nice. Gut, dann schauen wir mal eben ins Inventar und vergleichen unsere Trophäen. Bin mal gespannt, was der uns bringt. 10% Chance auf Verstümmeln. Da bin ich, glaube ich, doch eher für die Bonuserfahrung. Für den Bonus auf Erfahrung. Oder auf Erfahrungspunkte eher gesagt. Denn dadurch können wir schneller leveln, sprich schneller neue Sachen freischalten. Und das ist natürlich in unserem Interesse. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gucken uns nochmal schnell unsere Alchemie-Rezepte an, ob wir da vielleicht irgendwas herstellen können schon wieder. Und dann beenden wir auch die heutige Episode. Filter? Ne, da Filter. Okay, also wir können keine Sachen herstellen. Schade, schade. Naja, was soll's. Hol dir die Belohnung beim Auftraggeber ab. Der scheint wohl irgendwo auf Krähenfels zu sitzen, unser Auftraggeber. Da bin ich mal gespannt, wer denn da letztendlich dahinter steckt. Ist hier oben noch irgendwas Interessantes? Verbrannte Ruinen. Glaube ich irgendwie nicht, aber nun gut. Wie gesagt, wir reiten erstmal Richtung Krähenfels. Natürlich nicht auf dem Wasserweg, sondern normal übers Land. Und ja, schauen wir einfach mal, was uns da so erwartet. An der Stelle bedanke ich mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. In der Zwischenzeit gehe ich mal ein paar Sachen reparieren, ein paar Sachen verkaufen. Und ja, dann denke ich mal, werden wir in der nächsten Folge mit dem Baron über seine Familie sprechen. Ich sag einfach mal, wenn ich denn treffen würde. Bis dahin, macht's gut, haut rein.